Und wie sieht es hier unten aus? Der fängt schon an, hier was zu bauen. Und hier laufen auch einige Leute rum. Was es damit auf sich hat, wie gesagt, gibt es später zu wissen. Gibt es hier oben eigentlich Werkzeug? Ja, gibt es. Dann würde ich sagen, kaufen wir oben auch ein bisschen ein. Erst noch eine kleine Wegzehrung. Und Gott kennt viele Wege, die Zweifler zum rechten Glauben zu bekehren. Ein Kreuzzug ist nur eine Möglichkeit. Dieser Guy von Kass hingegen, es scheint ihm Freude zu machen, einen Krieg vorzubereiten. Und da hat er wohl recht. Krieg ist keine Lösung. Und ich würde sagen, dann bauen wir unsere Lagerhäuser mit dieser Erkenntnis mal. Und Nummer 4. Es geht doch. Endlich kann ich Proviant und aus. Der Hafen ist vollendet. Der Hafenbau hätte sicher schneller abgeschlossen werden können. Ja, immer zufrieden. Ich habe die besten Waffenschmieden. Nun möchte er Eisen haben. Das lässt sich bei der Ausrüstung. Deswegen sollen wir oben eine Eisenmine bauen, in Hagenbeck. Hagenberg. Na egal. Das werden wir auch gleich machen. Wo ist unser Schiff hier? Da oben habe ich jetzt auch ein bisschen Baumaterial schon eingekauft. Der Esel ist auf dem Weg, brauche aber ein bisschen. Und bis der Esel da ist, warten wir. So. Ich schätze mal, die Schiffe meinen sie, diese kleinen. Sie will also Richtung Orient aufbrechen. Sie soll ja auch das Kreuzfahrer ja anführen, wie wir wissen. Bring euch eure Lieferung. Und da ist unser Baumaterial. Der Hafen ausgebaut, die so. Hier unten versammeln sich langsam die Schiffe. Und Guy von Kass möchte ein paar Schiffe von uns. Gott sei's gepriesen. Ihr habt den Hafen. So. Bauen wir ihm doch gleich mal ein, zwei Schiffe. Hier oben fährt es auch los und wie ihr seht, ihre Stadt lässt sie quasi versauern. Brennt alles nieder hier. Und das ist wirklich eine kritische Situation im Spiel jetzt, wo man aufpassen muss. Jetzt, wo langsam alles abbrennt, ist unser Schiff fertig, richtig. Brauchen wir gleich noch eins, dann haben wir die Schiffe zusammen. Aber das meint sich nicht, sondern eher, dass er jetzt lädt, weil er speichert oder was auch immer. Oder irgendwie halb abstürzt. Auch eine Methode. Typisch, die Seilerei und Hanfplantage bleibt ihm stehen. Naja, schauen wir später mal vorbei. Ich baue hier oben erstmal einen Marktplatz, damit wir Platz haben. Oder eher ein Markthaus, wie sie eigentlich heißt. Schiff fertiggestellt. Jetzt hätten wir unsere Schiffe zusammen. Wobei mir so gerade spontan einfällt, eins mehr hätte ich dann doch noch gerne. Damit ich selbst eins über habe. Ach so, danke. So. Nun ist das unsere Insel. Die dürfen wir wieder aufbauen. So, dass hier 500 Bürger leben. Erstmal Fisch herstellen. Und erstmal abreißen. So viele Lagerhäuser brauchen wir ja nicht. Wenn man auf leichteren Schwierigkeitsgraden spielt, kriegt man das Baumaterial auch noch erstattet von den ganzen Gebäuden, die man abreißt. Je nachdem, welcher Schwierigkeitsgrad, also auf Metal, die Hälfte kriegt man zurück, auf leicht kriegt man sogar alles zurück. Und ja, da kriegt man halt gleichzeitig noch ein paar Rohstoffe wieder. Aber ich spiele auch schwer, da gibt es keine Baukostenrückerstattung. Da müssen wir wirklich abreißen, um Platz zu schaffen, einfach nur. So, nun haben wir das gesichert. Die Seilerei brauchen wir nicht.
baue gerne noch ein bisschen Holzfäller. Wo ist Platz? Da oben könnte ich einen bauen. Da oben wäre auch noch Platz gewesen für Fischerhütten, fällt mir gerade so auf. Naja. Nun schauen wir mal. Übersichtlichkeitshalber reise ich mal eben alle Häuser ab, die nicht im Einflussbereich des Marktplatzes sind. Also alle Häuser, die eh leer stehen. Seht ihr? Die meisten sind schon fort. 500 Bürger sollen wir hier ansiedeln in dieser Stadt. Mal eben nachrechnen. 20 Häuser sind 300. 30, 34 Bürgerhäuser brauchen wir. Das heißt, 8 Stück müssen aufsteigen. Tut euer Bestes für die Menschen dieser Stadt. Und dennoch, es will so erscheinen, als würden nur die Alten und Kranken zurückkehren. Wo bei allen Engeln und Heiligen sind die Kinder? Genau, die Kinder sind weg. Noch ein Schluck auf den Weg. Ich glaube, wo die sind. Sind Kinder in Madame d'Artois Stadt verschwunden. Vermutlich wollten sich einige dem Kreuzfahrer her als Knappen anschließen. Obwohl, die Flagge ist auch noch gar nicht aufgebrochen. Wir benötigen diesen Reparatur. Also sind die Kinder irgendwo verschwunden. Ob das was mit dieser Insel zusammenhängt, wo ganz viele Kinder rumspielen. Wer weiß. Bildet euch selbst eure Meinung. Ihre Ansiedlung wurde ein neuer Status verliehen. Und ich würde sagen, bringen wir mal ein bisschen Baumaterial nach oben. Ich glaube, kaufen kann man hier vorne nichts mehr. Nee, ich bedauere sehr, gibt's nichts mehr. Ich kann euch fortan kein Werkzeug mehr verkaufen. Genau, also müssen wir jetzt uns selbst Werkzeug produzieren. Das wollten wir sowieso, aber ich mache erstmal eben schnell hier oben fertig mit dem Stadtbau. Ja, ich mache fertig, richtig. Wir brauchen mehr Most. Most brauche ich unten noch ein bisschen an. Da noch einen Platzspann bauen, ist das A und O in diesem Spiel. Zumindest wenn man später Großstädte bauen möchte. Und das manuelle Aufsteigen mache ich natürlich an. Das automatische mag ich nicht so, weil es mir das ganze Baumaterial wegfrisst. Sechs Stück können noch aufsteigen. Dann sind wir fertig mit dem Aufsteigen lassen fürs Erste. So, der noch. Und dann wäre diese Stadt gerettet. Fürs Erste. Hier müssen wir also nur noch abwarten. So. Aber nun kümmern wir uns endlich um das Eisen. Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Die Handelsschifflieferung könnten wir abschließen. Ja, machen wir auch. Hier unten habe ich keines. Hier sind drei. Und das vierte wollte ich noch bauen, richtig. Mein Steintransporter hätte ich dann gern doch noch behalten. So, wo ist das Schiff? Ach, da oben.